liebe Kollegen, ich vertrete heute Hilma Hoffmann, der auf Dienstreise ist, und begrüße Sie ganz herzlich zu der vorletzten Vorlesung sozusagen in diesem Semester und begrüße ganz herzlich Dr. Christa Preissing. Hallo. Sie wird uns heute etwas zur Bildungsreform und zum Situationsansatz erzählen. Sie ist, hoffe ich, dass ich das richtig mache, Direktorin und Vizepräsidentin am Institut für den Situationsansatz an der Internationalen Akademie an der Freien Universität Berlin. Und ich will sicherlich auch an das anschließen, was wir letzte Woche gehört haben, wo es ja etwas allgemeiner um die Konzeption ging. Und übergebe damit jetzt an Sie. Ja. Ja, liebe Studierende, liebe Kolleginnen aus der Praxis und aus der Wissenschaft, ich freue mich über die Einladung und möchte Sie jetzt heute in so einer guten Stunde ungefähr, die ich Zeit habe, eingeplant, nochmal zurück und dann wieder nach vorne nehmen über so gut 50 Jahre rollende Bildungsreformen im Kindergartenbereich, im Elementarbereich, im Westen und nach der Wende dann eben auch im Osten, also der Republik. Also ein kleiner historischer Rückblick. Ich habe den Vortrag aufgebaut immer in so 10-Jahres-Etappen, wobei in so 10 Jahren immer eine ganze Menge schon passiert ist. Ich kann immer nur einige Highlights sozusagen hervorheben und hoffe damit Kernpunkte der Entwicklung, der Pädagogik des Kindergartens und auch der bildungspolitischen Entwicklung in diesem Bereich hier nochmal präsentieren zu können. Und ich hoffe, dass wir danach auch Gelegenheit haben für Nachfragen und für eine Diskussion. Und dann steige ich gleich ein. Die erste Bildungsreform in den 1970er Jahren im westlichen Teil, also der Bundesrepublik, geht zurück auf den Sputnik-Schock. Das war bereits in den 50er Jahren, denn im Oktober 1957 hat die Sowjetunion den ersten Satelliten in den Weltraum gestartet zum Erstaunen der westlich-kapitalistischen Welt, und insbesondere die Vereinigten Staaten hatten höchste Befürchtungen, dass der Sozialismus den Kapitalismus bei der Entwicklung der Hochtechnologie, dass die dort einen Vorsprung haben wollten. Das war also weltpolitisch ein Riesenereignis damals. Und man erinnert sich sogleich an den PISA-Schock, der 2001 hier ausgelöst wurde. Damals ging eine sehr, sehr ähnliche Diskussion los. Es gab internationale Vergleichsstudien im gesamten Bildungswesen mit ähnlich schlechtem Abschneiden der Bundesrepublik wie bei PISA im Jahre 2001. Auch damals wurden ins Blickfeld genommen die mittleren Schulabschlüsse, also wie bei PISA, da sind ja 15-Jährige, also die 9- und 10-Klässler sozusagen getestet worden im internationalen Vergleich. Und das war damals eben auch schon so, denn damals stand im Vordergrund die Frage, können wir in der westlichen Welt und dann eben auch hier in der Bundesrepublik ausreichend qualifizierte Fachkräfte für den Arbeitsmarkt durch das Bildungssystem gewinnen. Ganz schnell kam damals dann auch der Kurzschluss, dass das schlechte Abschneiden der 15- und 16-jährigen Schülerinnen und Schüler auf eine mangelnde Qualität in der frühkindlichen Bildung zurückzuführen sei. Dafür gab es damals keinen Beleg und gibt es auch bis heute keinen Beleg, um das schon mal vorwegzunehmen. Im Gegenteil, alle Vergleichsstudien, die aktuellen Vergleichsstudien der OECD, also der weltweiten Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die im Grundschulbereich und im Kindergartenbereich angesiedelt sind, zeigen, dass der deutsche Kindergarten, aktuelle Untersuchung von 2004, ganz gut abschneidet im internationalen Vergleich. Die Grundschule bei so einer internationalen Vergleichsstudie zum Lesen vor allen Dingen
auch viel besser abschneidet als die Oberschule. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Beweis und keinen Beleg dafür, dass die Qualität der frühkindlichen Bildung sozusagen schuld sei an den schlechten Leistungen von 15- und 16-Jährigen. Also im Gegenteil, die Ergebnisse damals wie heute deuten eher darauf hin, ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ, dass die Schule, je älter die Kinder werden, also vor allen Dingen die Sekundarschule, die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler offensichtlich eher zerstört als fördert. Und hier muss sich natürlich der Schulbereich und das schulische Bildungssystem fragen, wie schaffen die Erwachsenen, Pädagoginnen und Pädagogen in den Bildungsbereichen, in den aufbauenden Bildungsbereichen, wie schaffen die es eigentlich, die Lernlust, die Neugier, die jungen Kinder alle aus sich heraus mitbringen, sozusagen kaputt zu machen. Also ich sage das betont provokativ. Ich greife meinen Faden wieder auf. Erste Bildungsreform in den 1970er Jahren. Damals wie heute hat man ganz gerne bei den Wissenschaftlern und bildungspolitisch Interessierten, die Bedeutung der frühen Kindheit für lebenslanges Lernen zur Kenntnis genommen hatten, hat man diesen Kurzschluss, der Kindergarten ist schuld, ja, an den schlechten Leistungen der 15-Jährigen, doch gerne genutzt als Rückenwind, um Investitionen in den Kindergartenbereich auch hinzubekommen. Die Feststellung der deutschen Bildungskatastrophe durch den Soziologen und Pädagogen Georg Picht 1964 hat dann nämlich dazu geführt, dass sich 1965 der Deutsche Bildungsrat gegründet hat. Das war eine Initiative des Bundes und der Länder, also damals ein Zusammenschluss eben aller in den Ländern verantwortlichen Kultusbehörden mit dem Bund, um Empfehlungen für eine nachhaltig wirksame Reform des gesamten Bildungswesens hinzubekommen. Also eine konzertierte Aktion trotz Föderalismus der Länder und des Bundes unter Federführung des Bundes. Damals Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft hieß es. Ja. Der Deutsche Bildungsrat existierte ungefähr 10 Jahre, knapp 10 Jahre. Dann war es vorbei mit dem Deutschen Bildungsrat. Und zwar, wir haben so viele Parallelen zu aktuellen Diskussionen wegen der Föderalismusdebatte. Ja, die hat dann letztendlich dazu geführt, dass der Deutsche Bildungsrat nach knapp 10 Jahren schon wieder aufgelöst wurde. In der Zeit ist aber ganz viel passiert. Also in den 70er Jahren eine verdichtete Reform im gesamten Bildungswesen mit einer starken Betonung auf dem frühkindlichen Bereich. 1970 hat der Bildungsrat den Strukturplan für das Bildungswesen verabschiedet. Ein heute noch lesenswertes Dokument, nicht nur für historisch Interessierte, sondern auch für die, die in der aktuellen Diskussion, wo ja Übergänge so hervorgehoben werden als bedeutsam, findet sich im Strukturplan nämlich ganz viel, wie ausgehend von Rechten der Kinder, da hat Lothar Krappmann in seiner Eingangsvorlesung ja vieles zugesagt, Bildungsprozesse im Gesamtbildungswesen aufeinander aufbauen und aneinander anschließen können. Das heißt, im Strukturplan damals schon, und deshalb finde ich ihn heute immer noch mal wieder lesenswert, eigentlich ein Wechsel des Paradigmas, dass man nicht von oben nach unten ableitet, was Kinder in der jeweils vorgelagerten Stufe des Bildungssystems lernen sollten, sondern dass man guckt, was brauchen Kinder in den ersten Lebensjahren, um ihre Potenziale
möglichst gut entfalten zu können? Und wie kann dann der Kindergarten auf dem Lernen in der Familie, die Grundschule auf den Kindergarten und die Oberschule auf die Grundschule aufbauen? Also ja, ein vernünftiges Gesamtkonzept. Wenn wir parallel schon wieder in die heutige Debatte gucken, wissen wir, das hat nicht ganz so hingehauen. Also der Kindergarten steht auch heute immer noch unter Druck, Forderungen, die von der Grundschule gestellt werden, zu erfüllen. Und wenn man mit Grundschullehrerinnen redet, dann sind die unter höchstem Druck, die Anforderungen der Sekundarstufe, also der weiterführenden Oberschulen, zu erfüllen. Also die Grundidee des Strukturplans ist bis heute nicht wirklich in Gänze realisiert. Wir sind immer noch auf dem Weg, diese damals eingeleitete Bildungsreform auch tatsächlich zu realisieren. Wichtiger Meilenstein, das wissen viele nicht. Damals schon wurde durch den Deutschen Bildungsrat und durch den Strukturplan der Kindergarten als Elementarstufe des Bildungswesens anerkannt. Heute tun ja viele so, als sei das erst durch die aktuellen Bildungsprogramme, Bildungsempfehlungen, Orientierungspläne in den Ländern passiert, nach PISA. Nein, dem ist keineswegs so. Es ist eine Errungenschaft von 1970, dass der Kindergarten als Elementarstufe des Bildungswesens anerkannt ist, ist zwischenzeitlich mal in Vergessenheit geraten. Warum war das so? Entwicklungspsychologen, Erziehungswissenschaftler, Soziologen hatten auch damals bereits erkannt, wir haben so viele Parallelen, wie gesagt, zur heutigen Debatte, dass in der frühen Kindheit die Grundlagen für das lebenslange Lernen gelegt werden. Heute redet man halt von Lifelong Learning, aber das lebenslange Lernen und die Grundqualifikationen, heute sagt man dazu lernmethodische Kompetenzen. Also die Begriffe haben sich so ein bisschen verschoben, aber die Debatten waren sehr, sehr ähnlich. Also die Bedeutung der frühen Kindheit für die aufeinander aufbauenden Bildungsprozesse der Mädchen und Jungen waren damals klar. Wir hatten dazu auch eine ganze Reihe an Gutachten, damals die zusammengefasst unter dem Titel Begabung und Lernen, das sind mehrere solcher Bände, damals eben auch erschienen sind. Auch hier lohnt es sich manchmal noch einen Blick reinzuwerfen, weil manche Texte kann man nehmen und wenn man so die paar modischen Begriffe einfach austauscht, wird man gar nicht merken, dass das Texte sind, die fast 45 Jahre, sagen wir, alt sind. Finde ich immer wieder interessant. In die Anfangsphase der 70er Jahre fällt dann auch die Geburtsstunde des Situationsansatzes, nämlich vor nunmehr 40 Jahren ungefähr, starteten die ersten Modellversuche, damals in Hessen und Rheinland-Pfalz, und zwar unter Führung, unter Leitung des Deutschen Jugendinstitutes zur Entwicklung eines Curriculums auf der Basis des Situationsansatzes. Das Interessante daran war, dass hier zum ersten Mal ein Curriculum mit der Praxis entwickelt wurde. Also nicht nur die Wissenschaft sozusagen gefragt war, ein Curriculum zu erarbeiten, sondern die Praxiserfahrungen, die verstandenen und reflektierten Praxiserfahrungen von erfahrenen, damals hießen sie noch, die meisten, die in der Praxis waren, Kindergärtnerinnen oder auch Hortnerinnen, in diese Entwicklungsarbeit aufzunehmen und damit Praxiswissen und Praxiserfahrung als gleichwertiges Wissenschaffendes anzuerkennen, wie das, was gemeinhin als Wissenschaft bezeichnet wird. Also Wissen schaffen die Kinder, Wissen schaffen die Eltern, Wissen schaffen die Praktikerinnen und Wissen schaffen die Wissenschaftler, wenn sie sich mit den anderen in dialogische Beziehungen
begeben. Denn die graue Theorie am grünen Tisch entwickelt, die hat noch nie zu brauchbaren Konzepten in der Praxis geführt. Das war die Leitidee der damaligen Arbeitsgruppe Vorschulerziehung am Deutschen Jugendinstitut unter Leitung von Jürgen Zimmer, dem Präsidenten unserer Internationalen Akademie und engen Freund und Kollegen von mir, der damals diese Bewegung zur Entwicklung eines Curriculums eingeleitet hat. Wie gesagt, beteiligt waren die Praktikerinnen, beteiligt waren Gruppen von Eltern, die sich interessiert beteiligten. Weitere Einbezogene waren Menschen aus den jeweiligen Stadtteilen und Dörfern, in denen diese Curriculumentwicklung passierte. Denn auch das Wissen von Menschen, die nicht in pädagogischen Kontexten stehen, um das Aufwachsen von Kindern, war hier gefragt. Damit war eine wichtige Dimension des Situationsansatzes schon angesprochen, nämlich, und es kennzeichnet den Situationsansatz in besonderer Art und Weise, ein Lernen in realen Lebenssituationen zu ermöglichen. Der Deutsche Bildungsrat hat diese Entwicklung aufgenommen und hat 1973 empfohlen, bundesweit ein sogenanntes damals Modellprogramm für Curriculumentwicklung in der gesamten Bundesrepublik zu implementieren, anknüpfend an den ersten Entwicklungen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Daraus wurde ein bisschen was anderes, aber ich blende jetzt hier mal ein Zitat ein, etwas länger, textlastige Folien. Das Deutsche Jugendinstitut hatte 2004 sein 40-jähriges Jubiläum und hat in einem eigenen Bulletin darauf nochmal zurückgeblickt und hervorgehoben, auch die Parallelen, so wie ich sie auch sehe, zwischen der Geburtsstunde sozusagen der ersten Bildungsreform des Situationsansatzes in Anfang der 70er Jahre und den parallelen Entwicklungen nach PISA. Sie sehen in dem mittleren Absatz auf der Folie damals eher die Kritik an dem Konzept von Mütterlichkeit, Fürsorglichkeit, Geborgenheit im Kindergarten. Das hat man dann 2001 nach PISA die sogenannte Kuschelpädagogik genannt. Auch hier finden sich dann wieder Parallelen. Heute ein Einklagen einer stärkeren Profilierung des Bildungsauftrages. Und hier müssen wir immer gut hingucken, welches Bildungsverständnis da drin steckt. Da komme ich dann nachher nochmal zu. Kleiner Cut, auch wieder Parallele zu heute. Damals in den 70er Jahren ein wirklich rasanter quantitativer Ausbau in dem Arbeitsfeld Kindergärten. Damals redete man noch nicht von Kindertagesstätten. Das kam dann erst ein bisschen später. Oder Kindertageseinrichtungen, wie sie heute offiziell heißen. 1970 existierte für ein knappes Drittel aller Kinder im Kindergartenalter ein Platz im Kindergarten. Meistens waren diese Plätze vorgesehen für Kinder von Alleinerziehenden. Die gab es damals auch. Ja, ist auch kein neues Phänomen. Denn viele Frauen sind auch durch den Zweiten Weltkrieg also Alleinerziehende gewesen und für Kinder aus sehr kinderreichen Familien. Das waren damals die Hauptpopulationen, also eher untere soziale Schichten, die in den Genuss kamen. Und das war eben auch gekennzeichnet durch das damalige Grundlagengesetz, das war nämlich damals das Jugendwohlfahrtsgesetz. Es gab noch kein Jugend- und Hilfe, Kinder- und Jugendhilfegesetz wie heute. Da komme ich nachher dann auch nochmal zu, ab wann es das gibt. Sie sehen, von 1970 bis 1978 in einer relativ kurzen Zeitspanne ein Ausbau um fast 60%, der da geschaffen wurde. Heute haben wir ja den rapiden Ausbau
für die Plätze für die jüngsten Kinder in den ersten 3 Lebensjahren. Aber damals sehen wir noch viel gewaltigere Anstrengungen, die damals unternommen wurden. Und fast flächendeckend in der Bundesrepublik ist es geschaffen worden. Und damals wie heute war dann natürlich Fachkräftemangel ein Stichwort. Ja. Man hat also investiert in die Ausbildung und hat es gleichzeitig verbunden mit, ich würde mal sagen, einer ersten Professionalisierungswelle des Erzieherinnenberufs. Wie hoch damals die bildungspolitische Aufmerksamkeit war, kann man daran erkennen, dass aus den Kindergartenseminaren, wie sie vorher hießen, Fachschulen für Erzieherinnen umgewandelt wurden, die dann mit einer staatlichen Anerkennung endeten. Also die staatliche Anerkennung war eigentlich gedacht als der erste Schritt zur Gleichstellung von Erzieherinnen, die im Kindergarten arbeiteten, mit den Staatsprüfungen, den staatsexaminierten Lehrerinnen und Lehrern an der Grundschule. Also Sie sehen auch hier wieder die Parallele in den Forderungen. Also hier an der Uni wird ja jetzt gerade diskutiert, einen gemeinsamen Studiengang für Erzieherinnen und Grundschulpädagoginnen und Pädagogen sozusagen zu installieren. Damals schon die Bemühungen um Gleichstellung. Wir wissen alle, dass das nicht erfolgt ist. Und zwar nicht in Sachen arbeitsrechtliche Bedingungen und nicht in Sachen Bezahlung und nicht in Sachen soziale Anerkennung der Tätigkeit. Aber die Forderungen waren damals schon im Raume. Gleichzeitig gab es in dieser Phase dann auch die Verabschiedung der ersten Kindergartengesetze auf der Grundlage des Jugendwohlfahrtsgesetzes. Alle Bundesländer haben in der damaligen Zeit Kindergartengesetze verfasst, in der der Bildungsauftrag des Kindergartens festgeschrieben war und in der auch staatlich regulierte Gruppengrößen, Personalausstattungen, Mindeststandards für Räume, für Außengelände und so weiter zum ersten Mal gesetzlich geregelt waren, sodass nicht mehr jeder Träger, und damals waren es mit über 3/4 konfessionelle, kirchliche Träger, dass nicht jeder Träger sozusagen auch unter widrigsten Bedingungen einen Kindergarten eröffnen konnte, sondern dass bestimmte Mindeststandards eben auch eingehalten werden mussten. Also auch ein wichtiger Meilenstein, Standardsetzung und damit verbunden auch eine Mitfinanzierung dieses Arbeitsfeldes durch die Länder. Ja, war vorher auch keine Selbstverständlichkeit. Was waren inhaltlich die Kontroversen der damaligen Zeit? Es ging um die Frage Zuordnung der 5-Jährigen. Sind die im Kindergarten besser aufgehoben oder besser in der Grundschule? Sie sehen auch hier keine neue Debatte, aber wir haben sie immer noch. Es ging um die Frage, brauchen wir sogenannte kompensatorische, also ausgleichende Förderprogramme für Unterschichtkinder? Damals, muss man wissen, waren die am meisten benachteiligten Gruppen bei diesen internationalen Vergleichsstudien im Sekundarstufenbereich, waren das die katholischen Mädchen vom Lande. Das war damals die am meisten benachteiligte Bevölkerungsgruppe in unserem Bildungswesen. Heute haben die Mädels und die Frauen deutlich aufgeholt, schneiden überall besser ab. Also das ist nicht mehr das Thema heute. Heute sind es die männlichen Jugendlichen aus türkischen und arabischen Herkunftsfamilien, die die Verlierer in unserem Bildungssystem sind. Auch heute fragt man wieder, brauchen wir kompensatorische Sprachförderprogramme, Betonung auf Sprachförderprogramme für diese Bevölkerungsgruppe. Damals schon harsche Kritik an diesen Programmen, kompensatorischen Förderprogrammen, ob ihrer Defizitsicht auf Kinder und die Forderung auf die Stärken und die Potenziale
die damals eben die katholischen Mädchen vom Lande also mitgebracht haben. Heute müssen wir gucken, welche Stärken haben denn die türkischen arabischen Jungs, ja, wenn sie im Kindergarten und in der Grundschule sind, und wie kann man also diese nutzen. Insgesamt die Kontroverse um die Frage, was ist die beste Schulvorbereitung? Vorbereitung auf die Schule stand oben auf, steht heute immer noch oben auf. Damit verbunden die Frage, ist denn dann nicht die Schule der bessere Bildungsort, also für zumindest die Fünfjährigen? Im Strukturplan werden Sie noch lesen können, dass geplant war eine Vorverlegung der allgemeinen Schulpflicht, ja, für die Fünfjährigen. Dagegen stellten Wissenschaftler und auch engagierte Praktikerinnen den eigenständigen Bildungsauftrag des Kindergartens. Und diese Kontroversen hat der Situationsansatz in seiner Entwicklung Beginn der 70er Jahre aufgegriffen. In welcher Art und Weise? Einmal mit dem Anliegen, den traditionellen schulischen Bildungsbegriff, ich habe jetzt mal hier gesagt, zu entrümpeln und man könnte auch sagen, vom Kopf auf die Füße zu stellen und stattdessen einen erweiterten Bildungsbegriff in die Debatte und dann eben auch in die Praxis hineinzubringen. Und dabei war uns wichtig, ich war damals schon dabei, werde alt, dass Bildung mehr ist als das bloße Reproduzieren von Wissen, Fähigkeiten und Können, was die mächtigen Erwachsenen bereits besitzen. Wenn wir Bildung als das verstehen würden, und viele Bildungspolitiker verstehen das heute noch so, dass Bildung heißt, dass die Kinder lernen, was wir ihnen sozusagen sagen und zeigen können, dann wäre logischerweise in der Welt überhaupt kein Fortschritt möglich. Denn dann würden wir stecken bleiben, immer in demselben. Dagegen hat der Situationsansatz das Recht der Kinder auf einen eigensinnigen Umgang mit dem Wissen, dem Erfahrung, dem Können, den Erwachsene ihnen zur Verfügung stellen, eingeklagt. Also im Situationsansatz das Recht der Kinder, etwas Eigenes, Eigensinniges, auch Querdenkendes mit dem zu machen, was die Erwachsenen ihnen anbieten. Wohl wissend, dass dieses nicht immer konfliktfrei sozusagen abläuft, wohl wissend, dass das für die Erwachsenen auch manchmal unbequemer ist. Vor allen Dingen deshalb, weil hier Lernen mit offenem Ausgang passiert. Und das ist etwas, was manche Bildungspolitiker verrückt macht, heute wie damals. Also heute heißt es dann, wir brauchen evidenzbasierte Erkenntnisse darüber, was die optimale Förderung ist. Ja? Und was ist gemeint mit evidenzbasierte Erkenntnisse? Damit ist gemeint, dass wir Erwachsenen, möglichst aus der Wissenschaft natürlich, also die angeblich Schlauesten von uns, definieren, was ein Kind in einem bestimmten Alter können soll und können muss, und das Ganze dann in möglichst vergleichbare Tests sozusagen bringt, damit wir dann herausfinden können, welcher Kindergarten macht nur die beste Förderung. Im Spracherwerb der deutschen Sprache, in den Naturwissenschaften, in der frühen Mathematik und in all den Bildungsbereichen, die ja in den Bildungsprogrammen, Orientierungsplänen, Empfehlungen jetzt auch definiert sind. Ich mache jetzt mal einen Schlenker noch 200 Jahre weiter zurück und knüpfe bei Pestalozzi an, weil ich da ein Zitat immer wieder gerne ins Bewusstsein bringe. Denn bereits Pestalozzi hat gesagt, vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern nur mit sich selbst. Und was hat er damit gemeint? Dass es die Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen ist, dafür zu sorgen, dass jedes Kind, Vygotsky hat er später, viel später genannt, seinen nächsten möglichen Schritt der Entwicklung geht. Also immer zu gucken, wie kommen die Kinder zu uns, mit welcher Ausgangslage und wie können wir sie dabei unterstützen, stärken, ermutigen, dass sie ihren nächsten Schritt der Entwicklung gehen. Und dabei, wie gesagt, nicht zu gucken, ist die eine oder ist der andere dort weiter als ein anderes Kind.
Denn wir wissen, die Praktikerinnen, die hier sitzen, wissen es ganz genau, kein Kind entwickelt sich wie ein anderes, sondern jedes ist einzigartig, geht sein eigenes Tempo, bildet sein eigenes Kompetenzprofil aus. Und dieses sollte gestärkt werden. Sie sind hier eine vielleicht relativ homogene Studierendengruppe, die Studierenden, die jetzt hier in dem Studiengang versammelt sind. Und wenn Sie sich angucken, wissen Sie, jede von Ihnen und jeder von Ihnen ist ganz besonders und nicht so, also wie die anderen. Ich habe vor kurzem in Hamburg einen anderen Vortrag gehalten. Da gab es von der Hamburger Senatorischen Behörde einen Abteilungsleiter, der sagt, wir müssen endlich Schluss machen in seinem Grußwort. Wir müssen endlich Schluss machen mit der Forderung nach möglichst homogenen Lerngruppen. Und dann sagte er, die einzige recht homogene Lerngruppe, die sich jemals in der Welt, hat er gesagt, herausgebildet hat, das sind die Banker, die alle so einen gleichen Ausbildungsgang, der international sozusagen schon vereinheitlicht ist, durchlaufen haben. Und dann hat er nur gesagt, und dann gucken wir doch mal, was daraus geworden ist. Also verabschieden wir uns von der Vorstellung von homogenen Lerngruppen. Immer noch eine Herausforderung, vor der wir heute stehen. Der Situationsansatz hat deshalb auch immer gesagt, Bildung ist Entwicklung, Unterstützung der Entwicklung von eigensinnigen, querdenkenden Persönlichkeiten. Jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wertschätzen, anerkennen und unterstützen und ermutigen. Bildung ist zweitens die Entwicklung von solidarischen Gemeinschaften, also die Forderung, auf Schwächere sozusagen nicht herunterzuschauen, sondern solidarisch mit ihnen zu handeln und zu sehen, wie ihre Potenziale am besten gestärkt werden können. Und dritte Dimension, Bildung ist die Emanzipation von unterdrückenden Verhältnissen. Hier gehen wir ganz stark auf Paulo Freire zurück. Paulo Freire, ein brasilianischer Pädagoge und Theologe, der damals in Brasilien eine Alphabetisierungskampagne für die Landarbeiter ins Leben gerufen hat. Und sein Curriculum war stark verknüpft. Die Landarbeiter mögen bitte das lernen, was sie befähigt, sich von den Großgrundbesitzern zu befreien. Also im Prinzip die Idee einer Revolution durch Bildung. Ja. Da ist ganz viel in den Situationsansatz mit hineingegangen. Eine andere Quelle, die da reingegangen ist, ist auch häufig nicht mehr bekannt, ist die antiautoritäre Erziehung. Und antiautoritäre Erziehung ist ja heute absolut verpönt. Ne? Also das darf man ja eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen, diesen Begriff. Die antiautoritäre Erziehung geht in Wahrheit zurück auf die Philosophen Horkheimer und Adorno, die sich da kritische Theorie oder Frankfurter Schule sind die Stichworte, die sich, nachdem sie nach den USA emigrieren mussten, weil sie Juden waren, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie konnte der Faschismus so breiten Raum greifen in Deutschland und weiten Teilen des westlichen Europas. Wie war das möglich? Und die haben herausgefunden und analysiert, dass das Mitläufertum eine der wesentlichen Ursachen für die Stärke des Faschismus gewesen ist. Und sie haben dagegen die Forderung gestellt, wie können wir kritisch denkende Menschen sozusagen durch Pädagogik, durch Kultur sozusagen unterstützen, die es nicht nötig haben, einem Führer zu folgen, also um das genau in der Sprache eben auch zu sagen. Und das waren die Ursprünge der anti-autoritären Erziehung, nämlich eine Kritik am autoritären Charakter. Den haben nämlich Adorno und Horkheimer identifiziert, ja, als eine der wesentlichen Ursachen des Faschismus. Also
Sie sehen daran, der Situationsansatz in seinem Ursprung und bis heute auch ein politisches Konzept mit einem Gesellschaftsbild und einem Bild vom Kind und einem Bild vom Menschen, das sich doch unterscheidet von einigen anderen Konzepten, mit denen Sie ja hier auch in Berührung kommen. Also der kritische, selbstständig denkende, autonome, solidarisch handelnde und kompetente Mensch, Mädchen oder Junge, Mann oder Frau. Den Bildungsbegriff im Situationsansatz habe ich eben schon mal kurz charakterisiert. Ne? Bildung der eigenen Persönlichkeit, Bildung solidarischer Gemeinschaften und Auseinandersetzung auch mit Machtverhältnissen, also in der Welt, Kompetenzerwerb. Weitere wichtige Elemente des Situationsansatzes ist Lebensweltorientierung. Was heißt es? Wahrzunehmen, dass Kinder ja nicht nur in pädagogischen Institutionen sich aufhalten, sondern dass sie alle Teil eines komplexen Umfeldes sind, und zwar aktive Mitglieder eines komplexen sozialen Umfeldes, in dem sie empfinden, erleben, denken, fühlen, handeln. Damit auch Anerkennung der Eltern als Experten der Lebenssituation ihrer Kinder. Heute leiten wir daraus ab, die Forderung, Erziehungspartnerschaft mit Eltern aufzubauen. Damals hat man noch Elternarbeit gesagt. Ja, also da gibt es dann wieder so Veränderungen, also in den Begriffen. Aber die Kooperation, also mit den Eltern und ihre Wertschätzung als den wichtigsten Beziehungspersonen für ihre Kinder, war damals angelegt. Auch die Erkenntnis, dass die Welt weit vielfältiger ist, als eine pädagogische Institution sein kann. Deshalb auch die Aufforderung, das pralle wirkliche Leben, würde Jürgen Zimmer jetzt sagen, zum Lern- und Erfahrungsfeld für Kinder zu machen. Für die Schule hat Jürgen Zimmer das formuliert, reißt die Mauern ein, lasst das Leben hinein und die Kinder heraus ins Leben. Also auch gegen eine Domestizierung, Verhäuslichung von Kindern in pädagogischen Institutionen. Nutzt die Straße, nutzt den Wald, nutzt die Orte draußen, wo Kinder auch anderen Menschen begegnen. Es ist auch ein Stück Forderung gewesen nach so einer Entpädagogisierung. Also nicht nur, ne, also den behüteten Raum, den geregelten Raum zu haben, sondern keine Angst davor, mit Kindern ins wirkliche Leben mit all seinen Risiken, Gefahren, Abenteuern und Möglichkeiten eben auch auszuschweifen. Weiterer wichtiges Prinzip im Situationsansatz, Kinder sind Beteiligte. Also der Begriff der Partizipation, der wirklichen Beteiligung und Teilhabe von Kindern an der Gestaltung ihres Lebens in der Kita und darüber hinaus. Partizipation eben auch von Eltern. Eltern auch anzuerkennen als diejenigen, die selber viel von ihren wirklichen praktischen Lebenserfahrungen aus anderen Berufsbereichen und anderen kulturellen Bereichen mit einbringen können in das Geschehen im Kindergarten und die Anerkennung davon, dass die Erzieherinnen, die Kindergärtnerinnen, die Pädagoginnen und Pädagogen in den Kitas auch ihre eigenen Vorstellungen entwickeln sollten und nicht nur sozusagen Ausführende sind, die vorgegebene Pläne abzuarbeiten haben. Die Vorstellung gab es nämlich damals mit den Förderprogrammen auch. Das nannte sich damals Teacher-Proof-Curriculum. Und Teacher-Proof-Curriculum heißt wörtlich übersetzt ein lehrersicheres Curriculum. Egal wie blöd die Pädagoginnen und Pädagogen sind, wenn sie die Bedienungsanleitung befolgen, dann kommt am Ende der gewünschte Effekt heraus. Also das Kind als Blackbox, ne, wenn man das Richtige reintut, dann kommt am Ende auch das richtige gewünschte Ergebnis raus.
und die Erzieherinnen, die Pädagoginnen und Pädagogen als die akkuraten Bediener von Bedienungsanleitung. Es gibt heute, Didakta ist demnächst wieder, etliche Programme, Förderprogramme, die Ähnliches im Schilde führen. Also Vorsicht davor, kritisch hingucken, was da so alles an Förderprogrammen auch heute wieder unterwegs ist. Die Erzieherinnen selbst als immer wieder dazu Lernende, gemeinsam mit den Kindern und Eltern und anderen Dazulernende. Wichtig, also Partizipation von Kindern, von Eltern und der Pädagoginnen und Pädagogen. Wichtiges Prinzip. Dann der Blick, ich habe es schon angedeutet, auf Gleichheit und Differenz. Alle Kinder sind gleich in ihren Rechten, wieder Verweis auf Lothar Krappmann, und jedes Kind ist besonders. Also Kinder unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Geschlechtszugehörigkeit, auf ihre soziale Lage, auf die Klasse, auf, im Englischen würde man sagen Class and Race, ja, also Klasse und Rasse. Rasse ist in der deutschen Sprache verunglimpft als Begriff durch den Faschismus. Jetzt sagen wir und eiern da immer ein bisschen rum, Migrationshintergrund. Ja, also wir merken, dass wir da im Deutschen ganz große Probleme haben, also uns überhaupt noch klar auszudrücken, ja, wie wir Unterschiede bezeichnen. Also ethnisch-kulturelle Unterschiede, soziale Unterschiede, geschlechterbezogene Unterschiede und auch individuelle Verschiedenheiten von Mädchen und Jungen anzuerkennen und zu reflektieren, genau in dem pestalozzischen Sinne, ja, und vygotskischen Sinne, unterstütze jedes Kind in der Entwicklung seiner in ihm liegenden Potenziale, und jedes Kind hat unendlich viele davon. Und jedes entwickelt sein eigenes Profil. Weiteres wichtiges Prinzip, die Einheit von Inhalt und Form. Das Bild von Kind als eigensinnigen Subjekt, habe ich eben schon mal herausgestellt, wird auch übertragen auf die Erzieherin. Wir sagen auch heute in Fragen Qualitätsentwicklung für Kindertageseinrichtungen, ich übertrage das dann gerne und sage, vergleiche nie eine Kita mit einer anderen, sondern nur mit sich selbst. Geht jede Kita ihr zu ihr passenden Weg der nächsten Entwicklung. Also macht sie Entwicklung weiter. Aber nicht, was heute auch manchmal die Forderung ist, zu sagen, wir brauchen, kommt wieder der schöne Begriff, evidenzbasiertes Ranking. Welches ist die beste Kita in Osnabrück oder im Land Niedersachsen oder in der Bundesrepublik? Ja? Auch hier verwehren wir uns ganz klar dazu, weil wir das, was wir am Bild vom Kind haben, auch am Bild von der Erzieherin haben und auf die Kita als Institution eben auch übertragen. Insgesamt also Anerkennung von Verschiedenheit, und ich pflege da immer zu sagen, auf der Basis relevanter Gemeinsamkeiten. Und diese relevanten Gemeinsamkeiten, die haben wir eben versucht in unseren Publikationen zum Situationsansatz und in den von uns entwickelten Bildungsprogrammen zum Ausdruck zu bringen. Und da ist immer der gemeinsame Rahmen, was sind die gemeinsamen, die relevanten Gemeinsamkeiten? Das sind immer einmal die Menschenrechte, die Kinderrechte, wieder Bezug zu Lothar Krappmann, und es sind natürlich die jeweiligen demokratischen Grundprinzipien im Umgang miteinander, und auf dieser Basis sind viele verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten für alle Mädchen und alle Jungen und für jede Kita und für jede Erzieherin dann eben auch denkbar. Von einer Kita her gesehen ist dann die gemeinsam erarbeitete Konzeption, das war ja hier auch Thema, die Basis, wenn sie im Team entwickelt wird und nicht von der Leiterin sozusagen oder dem Leiter diktiert wird. Also wenn es im partizipativen Prozess entsteht, darüber haben Sie ja hier geredet, glaube ich, dann ist so eine Kita-Konzeption dann eben diese relevante gemeinsame Basis.
Jetzt im Historischen, ich muss, glaube ich, sogar mich ein bisschen beeilen. Sie halten, ne, Sie geben mir Zeichen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. Es gab dann eben 75 bis 78 ein bundesweites Erprobungsprogramm im Elementarbereich. Und hier sind vor allen Dingen situationsorientierte Curricula gewählt worden von der Praxis für die Erprobung. Eines kam hier aus diesem Bundesland, aus Niedersachsen. Das war die elementare Sozialerziehung. Deshalb habe ich sie hier auch noch mal besonders benannt mit so Themen wie wie wohnen andere Kinder? Wie essen wir, wie essen Menschen in anderen Ländern? Also nur mal so als Beispiele. Am häufigsten gewählt wurde das Curriculum Soziales Lernen, was auf der Basis des Situationsgesetzes vom Deutschen Jugendinstitut entwickelt wurde. Und damals hat man das genannt die didaktische Einheiten. Und die waren thematisch um sogenannte Schlüsselsituationen im Leben von Kindern gruppiert. Damals waren so Schlüsselsituationen zum Beispiel Verlaufen in der Stadt, Tod, Kinder im Krankenhaus. Aber auch, ich bekomme ein Geschwisterkind, Familienleben in der Stadt und auf dem Land, Kochen, Backen, Feste feiern. Also nicht nur problematische Themen, wie viele irgendwie zunächst denken, sondern auch glücksbringende Situationen aufzugreifen und zum Gegenstand der Arbeit mit den Kindern zu machen. Kennzeichen eben der situationsorientierten Curricula, dass Erfahrungen von Kindern und ihren Familien im Mittelpunkt stehen, also der pädagogischen Konzeption, und nicht Lernziele, die aus Wissenschaftsdisziplinen oder aus den schulischen Lehrplänen abgeleitet sind. Ja, das ist prägend, also für den Situationsansatz. Wichtig, ne, ich hatte ja anfangs aufgezeigt, kontroverse war auch die Frage um die Zuordnung der Fünfjährigen, besser in die Schulen oder lieber im Kindergarten. Nordrhein-Westfalen hat damals als einziges Bundesland dankenswerterweise eine Längsschnittstudie gemacht und hat eben verglichen Schulleistungen bis zur vierten Klasse von Kindern, die in der Vorklasse waren, an der Grundschule, Kinder, die in der Vorschulgruppe im Kindergarten waren und Kindern, die in der altersgemischten Gruppe im Kindergarten waren. Das Ergebnis, Kinder, die 3 Jahre eine altersgemischte Gruppe im Kindergarten besucht hatten, hatten am Ende der vierten Klasse oder in der vierten Klasse signifikant bessere Leistungen dann eben auch in der Schule. Zwischen Vorschulgruppe, Kindergarten, Vorklasse an der Grundschule keine signifikanten Unterschiede. Wir wissen heute aus dem Vergleich der Eingangsschuluntersuchungen, alle Kinder werden ja bundesweit mit 5,5 Jahren vom Gesundheitsamt, also vom Gesundheitsdienst untersucht auf Sprachfähigkeit, kognitive und motorische Fähigkeiten und Auge-Hand-Koordination und all sowas. Wir wissen auch heute, dass die Kinder überall am besten abschneiden, die den Kindergarten 2 Jahre und länger, am besten 3 Jahre und länger besucht haben. Deshalb so wichtig auch jetzt das Werben um die ersten, um die jüngsten Kinder, ja, also die frühzeitig, also in den Kindertageseinrichtungen zu haben, weil sie davon profitieren werden. Die bildungspolitische Konsequenz vor Verlegung der Schulpflicht, der allgemeinbildenden Schulpflicht, war dann gecancelt. In den meisten Ländern haben sich Parallelstrukturen aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt hier in Niedersachsen ist. Gibt es da Vorklassen auch an den Grundschulen? Nicht mehr, ne? Nicht mehr. Gab es auch mal, ne? Damals fast überall so Parallelstrukturen, wo die Eltern dann entscheiden konnten, ne? In Berlin auch abgeschafft, gibt es auch keine Vorklassen mehr. Ja. Aber dafür ein halbes Jahr vorverlegte Einschulung in Berlin. Ja. Was passierte jetzt in der Folgezeit? Also so diese Hochzeit der Bildungsreform in den 70er Jahren war Ende der 70er Jahre verebbt. Es gab weniger Gelder, es wurde nicht mehr so viel investiert. Jugendarbeitslosigkeit war das beherrschende Thema im Bildungsbereich. Und es haben sich die Reformen jetzt nur noch so ein bisschen hingeleppert, sage ich mal. Aber es gab doch 3 entscheidende
Entwicklungspunkte in den 80er Jahren, nämlich Ausbau zu Ganztagskindergärten oder zumindest Ausbau von Ganztagsplätzen in den Kindergärten wegen fortschreitender Frauen- und Müttererwerbstätigkeit natürlich auch. Dann ganz wichtig, und zwar ein Erfolg von engagierten Eltern, die Integration von Kindern mit Behinderungen in Regeleinrichtungen, die Auflösung, die fast vollständige Auflösung von sonderpädagogischen Kindergärten und der Gedanke der Integration von Kindern mit Behinderungen. Damit verbunden dann eben Ausbau von Ganztagskindergärten, ganz, ganz wichtig. Jetzt kamen so diese täglich wiederkehrenden Alltagssituationen, wie Ankommen zu unterschiedlichen Zeiten in der Kita. Ja, also beim Ganztagskindergarten, ne? Die haben dann Frühdienste, da kommen die ersten Kinder und bis dann so der Gruppenzusammenhang beginnt, ist für einige Kinder schon viel passiert. Die Fragen nach, wie gestalten wir das Frühstück, die Fragen nach Mittagessen überhaupt, ja, war ja neu für viele Kindergärten. Die Frage von Schlafen oder Ruhephasen, also diese Alltagssituationen rückten in den Fokus und wurden zum Gegenstand konzeptioneller pädagogischer Überlegungen, immer mit dem Blick auch diese Alltagssituationen, auch Körperpflege und so weiter, sind Bildungsgelegenheiten, ja, und können nicht abgetan werden als solche, Debatte haben wir heute auch wieder, die von unqualifizierten Hilfskräften erledigt werden können. Also wenn wir heute über die jüngsten Kinder reden, das Wickeln ist eine zutiefst elementar wichtige Bildungs- und Lernsituation und kann nicht von unqualifizierten Hilfskräften sozusagen erledigt werden. Hier passiert ganz viel im Dialog mit dem Kind. Und also das müssen wir heute auch wieder darauf aufmerksam machen. Dritter wichtiger Punkt, Entwicklung von interkulturellen Konzepten für interkulturelle Erziehung und Bildung in Kindertageseinrichtungen und Schulen. Auch wieder mit so einem Paradigmenwechsel weg von der Ausländerpädagogik, die gesagt hat, Hauptsache, das Kind kommt gut in der deutschen Schule an und die deutsche Schule ist eine gute Schule, weil sie eine deutsche Schule ist. Ja. Also das war der Blick der Ausländerpädagogik hin, also zu interkulturellen Begegnungen und der Anerkennung. Heute wieder in der CDU-Politik verhasstes Wort von einer Entwicklung einer multikulturellen Gesellschaft, die durch die Anerkennung und Begegnung sehr unterschiedlicher kultureller Hintergründe gekennzeichnet und dadurch reich an Bildungsgelegenheiten ist. Also wesentliche Punkte, die auch in den 80er Jahren sich entwickelt haben. Die 90er Jahre dann, ja, die Wende, Fall der Mauer am 3. Oktober dann 1990, die Vereinigung nach einem lebhaften, knappen Jahr des Bemühens aus beiden Seiten der Republik, vielleicht etwas Neues Drittes entstehen zu lassen. Aber dann wurde der DDR ja übergeholfen durch die Vereinigung. Da passierte ganz vieles mit den Menschen. Das kann man so kennzeichnen mit dem Wort Erfahrungsverlust. Alles, was die Menschen in der DDR sozusagen an Erfahrungen erworben hatten, war plötzlich nicht mehr viel wert. Und das galt auch für die Pädagoginnen und Pädagogen. Große Ratlosigkeit. Wir sind dann mit dem Projekt Kindersituationen in die neuen Länder gegangen und haben dort mit den Erzieherinnen und Erziehern und mit Eltern und mit Menschen aus den Ortschaften dort überlegt, was sind für euch so jetzt die drängendsten Fragen, die mit dem Aufwachsen von Kindern zu tun hatten, und haben dann das Curriculum weiterentwickelt. Und ich kann jetzt nur in Kürze mal skizzieren, was da Themen waren. Das waren Themen wie vom Umgang mit Geld und anderen Werten. Weil Armut gab es in der DDR nicht oder angeblich nicht. Jedenfalls war die Schere nicht so weit auseinander, wie sie dann nach der Wende auseinanderging.
Ein anderes Thema haben wir genannt in der Publikation, das soll einer verstehen, wie Kinder und Erwachsene mit sich ständig verändernden Situationen klarkommen. Anderes Thema war natürlich von klein auf, also Fragen der ökologischen Sanierung von vergifteten, belasteten Landschaften. Also das nur mal so als kleine Splitter. Es gab dann die Praxisreihe Kindersituationen, in denen wir wieder mit der Praxis hieraus neue pädagogische Konzepte weiterentwickelt haben. Dann haben wir 1990 in den neuen Bundesländern und dann 1991 in den alten Bundesländern nach einem 15 Jahre langen Ringen die Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im Rahmen des Sozialgesetzbuches 8 erreicht. Und das war ein ganz, ganz hartes Ringen um das Kinder- und Jugendhilfegesetz, weil hier doch auch, wie ich finde, nach wie vor sehr fortschrittliche Dinge drinstehen. Zum Beispiel, dass es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, für familienfreundliche und kinderfreundliche Umwelten zu sorgen. Also nicht nur auf pädagogische Institutionen zu gucken, sondern auf kommunalpolitische Zusammenhänge. Und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, wozu ja die Kindergärten, die Kitas gehören, in ihren kommunalpolitischen Bestandteilen dann eben auch zu sehen. Also, und die Prinzipien, die im Situationsansatz schon angelegt waren, wie ihr verfolgen konntet, nämlich die Lebensweltorientierung, die Partizipation und die Integration als durchgängige Prinzipien für alle Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe. Ich glaube, da können wir heute noch sehr gut mitarbeiten. Ist ja inzwischen, sind ja ein paar Sachen auch noch weiterentwickelt worden. Da können wir dann zu einem anderen Zeitpunkt noch mal drüber reden. Der Situationsansatz dann in den 2000er Jahren und bis heute, da gab es dann die Etappen, da ging es um Qualitätsentwicklung und Evaluation, neues schwieriges Wort, was dann in die Debatte gekommen ist, für viele ein Zungenbrecher, Evaluation mit den vielen Vokalen, also da drin, ich kann es inzwischen einigermaßen, ja. 2000 oder Ende 1999 startete der Bund in Kooperation mit Ländern und den großen Trägerorganisationen die sogenannte nationale Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder. Das war wieder ein breit angelegtes Projekt, wo es um Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung dann eben ging. Hier haben wir mit einem Teilprojekt zum Situationsansatz uns beteiligen können, haben uns beteiligt und haben hier in alter Tradition selbstverständlich wieder mit der Praxis, mit Beteiligung von Eltern, konzeptionelle Grundsätze und Qualitätskriterien erarbeitet und Evaluationsverfahren mit der Praxis entwickelt und erprobt. Und die sind inzwischen eben auch eingeführt und damit arbeiten wir in einigen Bundesländern nach wie vor heute sehr, sehr viel und in anderen Bundesländern eben nicht. Da sind andere Konzepte bevorzugt. Das sind ja dann immer so die föderalen Geschichten. Jede Landesregierung hat da immer ihr eigenes Profil und mit einigen arbeiten wir sehr viel zusammen und mit anderen eben weniger auf der Landesebene. Das mündete dann parallel in die Entwicklung der Bildungsprogramme oder Bildungsempfehlungen, wie wir sie genannt haben. Wir haben unter meiner Leitung die Bildungsprogramme für Berlin, für das Saarland und für Hamburg entwickelt. Wir haben sehr enge Beziehungen gehabt bei der Entwicklung der rheinland-pfälzischen Bildungs- und Erziehungsempfehlungen, die dann auch ein eigenständiges Kapitel zum Situationsansatz eben mit aufgenommen haben. Rheinland-Pfalz, Sie erinnern sich, eines der ersten Bundesländer, die damals an der Entwicklung des Situationsansatzes beteiligt waren. Jetzt komme ich denn auch so langsam zum Ende. Wir haben, und das
ist jetzt in dieser Verbindlichkeit bisher nur in Berlin gelungen. Also es wird ja immer die Frage, so ein Bildungsprogramm zu schreiben, ist die eine Sache. Es dann vielleicht auch schön und ansprechend zu machen, ist die zweite Sache. Es dann aber in der Praxis lebendig werden zu lassen, ja. Und zwar so lebendig, dass es sich auch ständig wieder weiterentwickelt mit den aktuellen Verhältnissen, Lebensverhältnissen von Kindern und Familien. Das ist der entscheidende Schritt. Und in Berlin hat es hierzu als bisher einzigen Bundesland eine verbindliche Qualitätsvereinbarung zwischen der zuständigen Senatsverwaltung und allen Trägern, die zunächst in den Verhandlungen durch ihre Trägerorganisationen vertreten waren, der dann alle Träger beigetreten sind, gegeben. Und diese Qualitätsvereinbarung regelt verbindlich, dass alle Träger dafür Sorge tragen müssen, dass in allen Berliner Kitas die Konzeptionsentwicklung auf der Basis des Berliner Bildungsprogrammes erfolgt, dass jede Kita ihre Arbeit selber systematisch reflektiert entlang der Qualitätsansprüche des Berliner Bildungsprogramms. Das ist die interne Evaluation. Und lassen Sie mich an der Stelle sagen, das läuft jetzt seit einigen Jahren und wir haben im vergangenen Jahr, 2010 war es schon, wir sind jetzt schon in 2012, eine Befragung gemacht, wie die Praxis mit dieser internen Evaluation klarkommt und welchen Nutzen sie selber daran sieht. Und wir haben so überraschend positive Ergebnisse. Das ist richtig angenommen und angekommen in der Praxis. Und Praxis berichtet, über diese interne Evaluation ist es uns gelungen, dass wir unsere wichtigen Teamzeiten nutzen für fachliche Auseinandersetzungen, dass wir diese wertvollen Zeiten nicht verplempern für Organisatorisches. Da finden wir inzwischen andere Wege, sondern wir haben Lust gefunden an fachlicher Auseinandersetzung und da können wir in die Tiefe gehen, da haben wir jetzt eine Hilfe, wir haben Methoden. Und Sie haben dafür auch eine Begleitung. Sie haben dafür auch mehr Personal bekommen. Das war ein wichtiger Meilenstein, der uns 2009 in einem ganzen Jahr Aktion Kita-Bündnis Berlin gelungen ist. War nicht einfach, war viel Kampf und Auseinandersetzung, ist uns aber gelungen. Ne? Mehr als 10-prozentige Verbesserung der Personalausstattung, damit diese Qualitätsentwicklung greifen kann und laufen kann. Es gehört, und auch das ist inzwischen von der Praxis akzeptiert dazu, dass jede Kita in Berlin alle 5 Jahre extern evaluiert wird. Ist deshalb angenommen, weil es kein Ranking geben wird, es wird keine Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse geben. Die Ergebnisse gehören der Kita und ihrem Träger und sollen die Kitas unterstützen, sich selber weiterzuentwickeln. Also diese Qualitätsentwicklungsvereinbarung scheint aufzugehen, also wird positiv angenommen in der Praxis von den Trägern. Und seit 2008 haben wir in der INA von der Senatsverwaltung beauftragt, eben die Aufgabe, diesen ganzen Prozess zu koordinieren, zu steuern, wissenschaftlich auszuwerten, weitere Impulse in die Politik zu geben. Und dafür zu sorgen, dass so über die Bildungsprogramme auch der Situationsansatz lebendig bleibt, sich weiterentwickelt. Und also ich hoffe, ich habe ein bisschen Lust machen können darauf, da hinzugucken und vielleicht die ein oder andere der Studierenden sich da auch mal näher mit zu befassen. Das sind unsere Kontaktdaten. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, ziemlich genau auch meine Stunde eingehalten und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Ja, jetzt dürfen Sie Fragen stellen, den Vortrag kommentieren, etwas loswerden, ein Feedback geben, also das je nachdem, wie so Ihre Bedürfnisse sind. Jetzt erstmal vielleicht mal sacken lassen. Die erste Meldung ist immer die schwierigste. Ja.
Evaluationen, was da genau evaluiert wird und wie diese Weiterentwicklungen stattfinden. Ja, also ich sage vielleicht erstmal in Kürze unser grundlegendes Evaluationsverständnis. Das besteht nämlich darin, ich habe es eben schon mal gesagt, es soll die Kitas unterstützen. Und dazu gehört für uns immer im ersten Schritt wertschätzen, was da ist an Qualität. Und mit den Erzieherinnen-Teams auch zu reflektieren, warum seid ihr an der Stelle gut. Das ist nämlich was, was oft nicht ins Bewusstsein gehoben wird. Ne? Was gut klappt, wird oft so als selbstverständlich gesehen. Und wenn man sich dann nochmal bewusst macht, wie sind wir denn da gut geworden, dann ermöglicht das Lernen am eigenen Erfolg. Und das ist immer die beste Motivation zum Lernen. Lernen am eigenen Erfolg. Zweiter Schritt ist dann konstruktiv kritisches Aufzeigen von Entwicklungsnotwendigkeiten. Und das erfolgt entlang der Qualitätsansprüche des Bildungsprogramms. Die sind alle publiziert, die sind in jeder Kita transparent, ja, also vorhanden. Und der dritte, ebenso wichtige Schritt, also erst wertschätzen, dann wo sind Entwicklungen nötig, also Kritik auch zu äußern. Und der dritte Schritt, das immer auf den jeweiligen Kontext zu beziehen und konkrete, ich sage mal passgenaue Empfehlungen jeder Kita zu geben, was ist bei euch unter den Rahmenbedingungen, unter denen ihr arbeitet, das ist die Personalausstattung, das sind die Räume, das sind die Familien, das ist das soziale Umfeld und das ist die finanzielle Ausstattung der Kita. Was ist euch auch möglich, an nächsten Schritten zu machen? Das ist das Evaluationsverständnis. Wir haben in Berlin entschieden, bei den internen Evaluationen haben alle Kitas dasselbe Material kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Da sind methodische Hinweise, inzwischen auch noch ganz viel an kurzen Texten, die man nutzen kann, die alle ganz praxisnah aufbereitet sind. Das ist in allen Kitas. Wir haben in Berlin auch Multiplikatorinnen ausgebildet, die sich die Kitas holen können zur Unterstützung und Begleitung dieser Selbstreflexion. Bleibt aber eine Selbstreflexion. Bei der externen Evaluation haben wir inzwischen 8 unterschiedliche von der Senatsverwaltung anerkannte Anbieter von externen Evaluationsverfahren. Da haben wir bewusst gesagt, nicht nur ein Verfahren, weil ja viele Trägerorganisationen schon mit irgendwelchen Qualitätsentwicklungsverfahren zugange waren. Und da wollten wir deren Erfahrungen nicht entwerten und sagen, ab morgen müsst ihr aber alle das eine machen, sondern da haben wir die entsprechenden Institutionen beraten, wie sie ihre Qualitätsentwicklungsverfahren mit dem Berliner Bildungsprogramm verknüpfen können. Und es läuft jetzt. Und auch hier die ersten Rückmeldungen, große Zufriedenheit. Bei Kita-Leitungen und Trägern, die haben wir befragt. Also dazu. Ja. Da hinten war noch eine Meldung eben von den Herren. Ja, und zwar, wenn wir jetzt über die Fachpädagogik etwas hinausgehen, Sie haben ja gerade zumindest implizit kritisiert, dass sich gegen die Standardisierung von Evaluations- und Vergleichsmaßstäben ausgesprochen. Wie sehen Sie denn, also für mich ist ein bisschen beispielsweise diese gesamten Schul- und Hochschul-Rankings weiter? Das ist ja auch etwas, was uns jetzt hier bildungswissenschaftlich auch sehr existenziell ist. Ja. Na, Sie können sich meine Antwort ja schon fast denken. Also das ist, für mich ist das eine systemische Frage. Gucken Sie, eine Uni wie Osnabrück, ja, hat ganz konkrete eigene Rahmenbedingungen. Die werden Sie so in keiner anderen Uni dieses Landes oder, also ich meine jetzt in Niedersachsen oder sonst wo in der Bundesrepublik finden. Also jede auch Institution wie eine Uni, also entwickelt sich doch in ihren jeweiligen historischen, sozialen, kulturellen Kontexten. Ja? Und die sind verschieden. Und deshalb gilt das, was ich für die Kinder sage, für die Kitas sage, auch für die Hochschulen, ja, es geht darum, dass jede Hochschule auch ihre nächsten und machbaren Schritte der Weiterentwicklung geht.
sich dabei einer kritischen Außensicht nicht verschließt. Ich bin ja für externe Evaluationen, wie Sie gesehen haben, betreibe das auch selber mit. Ja. Aber in dem Sinne, wie ich es eben in meinem Evaluationsverständnis ausgeführt habe. Und ich finde, wir brauchen da keine Rankings und ich finde auch, wir brauchen keine Exzellenzuniversitäten, die eh nur bestimmte Wissenschaftsbereiche in den Mittelpunkt stellen und unsere sozialwissenschaftlichen Bereiche gehören da nicht dazu. Ja. Da sind wir immer wieder die Angeschissenen, um es mal so zu sagen. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich für den Vortrag bedanken, weil er nochmal genau die Rollen der Bildungsreform, wie du das genannt hast, auch aufgezeigt hat. Und was ich ganz wichtig finde, ist Zufriedenheit schaffen und diese glücksbringenden Situationen schaffen. Und das werden ja auch alle Studenten wissen, die arbeiten gerne, wenn sie irgendwo auch glücksbringende Feedbacks haben und Wertschätzung für sich bekommen haben. Und das brauchen ganz kleine Kinder, das brauchen Kinder in der Schule, das brauchen die 15-, 16-Jährigen, die das vielleicht nicht so viel bekommen. Und das brauchen die Studenten und wir brauchen das auch als Erwachsene, auch wenn wir schon älter sind und noch im Berufsleben stehen. Woher kennen wir uns? Ich weiß, ich kenne euch beide. Ich war in Frankfurt vor ganz langen Jahren im Deutschen Verein. Ich bin gesagt, alles wieder klar. Ich wusste, ich kenne euch, ja. Aber es ist schon ein paar Jahre her, ja. Ja, da hinten war noch eine Mail. Ja, also ich habe noch eine Frage zum historischen Kontext, was Ost- und Westpädagogen betrifft. Also ich habe jetzt das so verstanden, dass westdeutsche Pädagogen oder pädagogische Fachkräfte die Ostdeutschen dabei unterstützt haben, zum Beispiel im Umgang jetzt mit Armut und so weiter, dass da auch ein gewisses Verständnis dann dazu kam. Aber gab es dann auch zum Beispiel ostdeutsche Ansätze, die dann mit irgendwie in die Pädagogik eingebracht sind? Also wir haben bei dem Projekt sogar irre vorsichtig darauf geachtet, diejenigen, die da die Kitas beraten haben, das waren alles Ostfrauen. Ja? Und auch in unserem wissenschaftlichen Begleitungsteam, wir waren ein Viererteam, da haben wir streng auf Parität geachtet. 2 aus dem Osten, 2 aus dem Westen. Ja? Also ich glaube, da sind wir sehr behutsam damit umgegangen. Und dennoch, also das war kein einfaches Projekt. Da haben wir auch ganz schön viele Konflikte zu bearbeiten gehabt. Und für mich, das will ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen, das war damals so und das ging mir nach dem 11. September 2001 nochmal ähnlich nahe, war, dass ich als Westfrau, also ich habe mir gemerkt, ich habe einen westlichen Hintergrund, egal ob ich wollte oder nicht, auf einmal auf der Seite derjenigen war, die zu Kolonialherren geworden sind. Ja? Also man muss, also das ist meine politische Wertung, ist die, dass durch den schnellen Einheitsvertrag die westdeutschen Strukturen, die ja nicht alle, ne, also 100% demokratisch und super waren, dem Osten übergestülpt wurde und der Osten wenig Gelegenheit hatte, die Menschen aus dem Osten wenig Gelegenheiten hatten, gestaltend darauf Einfluss zu nehmen. Und ich war jetzt auf einmal Teil dieses dämlichen Systems, was da so übergestülpt wurde, ob ich eben wollte oder nicht. Und das hat für uns aber geheißen, dass wir sehr behutsam damit umgehen. Und ich habe ja eben gesagt, es ist mir dann nach dem 11. September 2001 nochmal wieder so gegangen. Ich war auf einmal, ob ich wollte oder nicht, Teil der westlichen, durch die USA geprägten Welt. Und die Konflikte, die wir dann auf einmal hatten, ja, zwischen islamischer Welt und christlich orientierter Welt. Ja, ich bin überhaupt keine überzeugte Christin. Aber natürlich bin ich in dem Kulturkreis aufgewachsen. Ist auf einmal auch zu meinem Problem geworden. Und so geht es ja auch vielen Kindern. Also deshalb führe ich das jetzt hier auch nochmal aus. Ja? Und vielen Erzieherinnen und Erziehern. Habe ich Ihre Frage so... Ja, doch.
Allerdings würde mich halt interessieren, ob, wenn es dann, wie Sie sagen, ja auch Einflüsse durch ostpädagogische Fachkräfte gab, was das denn so gewesen ist, beispielsweise, was mit in die Erziehung eingebracht steht. Naja, das ist ja so, dass die Fachkräfte aus der DDR natürlich klare Vorstellungen über ihren Bildungsauftrag und über ihre pädagogische Rolle hatten, die in der DDR eben bezeichnet war als die führende Rolle der Erzieherin. Diese pädagogischen Fachfrauen, mit denen wir da zusammengearbeitet hatten, die waren sehr bereit und in der Lage, sich selber kritisch zu befragen, ob sie mit diesem Bild der führenden Rolle der Erzieherin und dem damit verbundenen Bild vom Kind immer einverstanden waren. Die standen ja auch unter Zwängen. Aber uns war es wichtig, dass wir sie jetzt nicht belehrt und bekehrt haben, sondern dass wir in diesem Projekt in kritische Auseinandersetzung darüber gegangen sind. Und da haben die Frauen doch ganz viel Fähigkeiten und Potenziale gehabt, also selber auch etwas neu zu entwickeln. Also Partizipation, ne? Wieder der Grundgedanke und Lebensweltorientierung. Da hinten noch. Wo sehen Sie die Kitas in 10 Jahren? Also ich habe ja eben erzählt, dass ich neulich in Hamburg einen Vortrag gehalten habe zur Weiterentwicklung der Kitas zu Kinder- und Familienzentren. Also das liegt mir sehr am Herzen, also gerade auch, wenn wir jetzt immer mehr Kinder in den ersten Lebensjahren, also in den Kitas haben, steigt nochmal die Verantwortung der Pädagoginnen und Pädagogen, weil diese jüngsten Kinder ganz viel Beachtung brauchen und sehr gute Rahmenbedingungen brauchen. Und hier die besonders enge Zusammenarbeit mit den Eltern also erforderlich ist. Und ich glaube, dass wir hier auch mehr Ressourcen noch brauchen in den Kitas, damit sie sich zu Familienzentren eben auch weiterentwickeln können, wo Familienhebammen und Mitglieder aus Bürgerinitiativen, die Volkshochschulen, alle vernetzt miteinander arbeiten. Also noch eine viel stärkere Vernetzung stattfindet. Ich hoffe, dass wir mit unseren Bildungsprogrammen genügend Kraft haben, der Industrie wieder gegenzusteuern, die nicht nur über wieder didaktische Materialien und Förderprogramme, was so über die Verlage eben läuft, sondern auch über bestimmte Stiftungsprojekte andere pädagogische Inhalte versucht in die Praxis zu bringen. Also McKinsey hat noch vor 2 Jahren einen Satz geprägt, wie wir brauchen in der Bundesrepublik in absehbarer Zeit 25.000 hochqualifizierte Ingenieure, dann fangen wir doch am besten im Kindergarten an und backen sie uns sozusagen. Ja? Und das widerspricht wieder unserem Bild vom Kind, aber die Befürchtungen und die Versuche sind da und da müssen wir Widerstand leisten und für unser Bild vom Kind und unser Bildungsverständnis auch immer wieder kämpfen. Ja. Darf ich dazu noch was sagen? Also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass das kreative Potenzial, was kleine Kinder haben, auch in Führungsetagen gebraucht wird. Wenn man die Kinder gleichschaltet, so früh wie möglich, wie zum Beispiel Banker, du hast das Beispiel sehr gut gebracht, das finde ich ganz hervorragend. Wenn wir dahin kommen, dann werden die auch nicht die Ingenieure haben, die für Umwelt, Industrie und sonst was auch erforderlich sind und nicht nur für die Atomindustrie. Ja. Jetzt mal hier vorne noch. Sie hatten sich noch gemeldet. Ja, ich denke halt auch, dass das halt eben dann sich ja wahrscheinlich auch auf die Ergebnisse in wie der 15-Jährigen in der PISA-Studie auswirkt, wenn man das schon so früh alles so einschränkt. Weil dann das Potenzial, was da ist, beim einen oder anderen vielleicht total verödet schon. Mhm.
Also ich denke auch, dass sich viele ältere Kinder, jüngere Jugendliche, also und gerade jetzt auch in der Pubertät, dass die sich in unserem Schulsystem einfach nicht ernst genommen und angenommen fühlen und dass die auch keine wirklichen Herausforderungen haben. Also ich habe genügend Jugendliche in meinem familiären und befreundeten Umfeld, um zu wissen, dass die nicht alle bescheuert sind, die Jugendlichen von heute, sondern dass die im Gegenteil auch sehr ausgeprägte Interessen haben und was wollen, ja, also in dieser Welt. Aber das, was sie wollen in dieser Welt, spielt in der Schule keine Rolle. Ich meine, ihr seid ja noch gar nicht so lange aus der Schule draußen. Also ich kenne eigentlich fast nur frustrierte Neunt- und Zehntklässlerinnen und Klässler. In der Oberstufe wird es dann meist noch mal wieder ein bisschen besser. Weil sie dann vielleicht eher anerkannt werden. Aber gut, das wäre dann noch mal ein anderes Thema. Aber natürlich würden wir gerne unsere Bildungsideen gerne in die Schulen reintragen. In Berlin haben wir inzwischen auch das Bildungsprogramm für die Ganztagsgrundschulen geschrieben, das auf demselben Bildungsverständnis basiert, aber noch nicht so eine Verbindlichkeit hat wie im Kita-Bereich. Und ja, also ich trete dafür ein, klar. Okay, dann recht herzlichen Dank, auch recht herzlichen Dank an Sie für die anregenden Fragen und ja, Ihnen einen schönen Heimweg und vielleicht sehen wir ja einige von Ihnen in der nächsten Woche noch einmal wieder.